Luis Daniel Parada stammt aus Argentinien, ist 33 Jahre alt, wiegt 74 Kilogramm bei 1,77 Meter Körpergröße. Ist Profi seit 4 Jahren, hat seitdem 25 Kämpfe bestritten, 14 gewonnen, 4 durch K.O., ein Kampf endete unentschieden. Und Arthur Abraham, der Mann aus Armenien, ist 25 Jahre alt, wiegt 73,9 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,78 Meter, ist seit 2 Jahren Profi, hat 17 Kämpfe bestritten, hat 17 Kämpfe gewonnen, 15 dadurch K.O. Die Punktrichter am Ring sind Ingo Barabas aus Egenhausen, Josef Temmel und Wilhelm Vogel, beide stammen aus Wien. Und für den ordnungsgemäßen Ablauf hier im Ring sorgt der dritte Mann im Ring, nämlich Klaus Griesel aus Nordhausen. Der Kampf im Mittelgewicht über 8 Runden zwischen José Daniel Parada und Arthur Abraham. Team fight, good luck, shake hands, okay? Es soll nur ein kurzer Zwischenstopp sein, hier aus der EWE Arena in der Nähe des Krämermarkts, wieder hin zur Weltausstellung des Berufsboxens in diesem Limit. Im Mittelgewicht, die Insider haben gesehen, beide Jungs sind etwas über der normalen Klasse, 72 Kilo, 72,5 wären es eigentlich, aber sie sind ein Stückchen weiter drüber. Das ist erlaubt, es ist kein Titelkampf, geht auch nur über 8 Runden und ist sozusagen das Warm-up für größere Aufgaben. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, ist bei dem Mann in den schwarzen Hosen, beide Boxer in Normalauslage mit der linken der Führhand boxend. Die rechte, die Schlaghand bei Parada, das war auch in den anderen Kämpfen zu sehen, sehr langsam immer geschlagen, auch wenn sie hier mal als Doublette kommt, auf Abraham zu. Und das kennen Sie, wenn Sie die Kämpfe dieses hochtalentierten Mannes bislang verfolgt haben. Er guckt sich seinen Gegner lange aus, geht jetzt zum ersten Mal zum Körper. Typischer Kampfbeginn für Arthur Abraham. Einmal getestet zum Körper, nach oben die erste Finte und dann sehen, wo bieten sich Lücken an, beispielsweise für einen Aufwärtshaken unter dieser immer wieder nach vorn geschobenen Führhand und diesem ewigen und gleichmäßigen Abtauchen. Einfach durch die Mitte geboxt, ansonsten auch mit diesen Schlägen zum Körper. Bei Parada die Luft schon ein bisschen rausgenommen. Ein Mann, der in den letzten 2 Jahren zwar immer über die Runden ging, aber die großen Namen fehlen im Rekord des mutigen Argentiniers, der auf den ja fast Dauerkampfnamen El Toro, der Stier, hört. Eine Minute bleibt Arthur Abraham noch, aber er wird sie nutzen. Das ist ziemlich sicher, um noch einmal das Tempo anzuziehen und eine große Aktion zu starten in dieser für ihn ganz gemütlich verlaufenden Auftaktphase dieses Gefechts. Erste Mal zum Kopf, rechter Seitehaken. Schöne 2 Hände und dann einzeln mit dem Jab noch einmal hinterhergestoßen. Abraham sehr sicher seiner Mittel, ruft sozusagen das Publikum so mit der rechten Hand noch auf, mitzugehen mit ihm. Und hat es in der ersten
Runde sicher nach Hause gebracht auf den Punktzetteln der drei Punktrichter. Ja, aber kein Zirkus, Mann. Das fällt dann echt ein bisschen und dann fühlen sie sich nachher ein bisschen verarscht. Machen wir kurz so weiter. Mal flüssig zwischenhauen, hast du gut gemacht. Ja? Wir können, haben noch dritte, vierte Runde Zeit. Ne? Jetzt ist das mal gut. Schön flüssig mal ganz locker los, ganz locker. Haust du mal eine Aktion los, dass sie mal ein bisschen was zum Freuen haben. Ne? Mhm. Aber die linke nochmal, komm, wir brauchen die Art, hat er nicht gemacht. Komm her, mein Junge. Alles klar. Komm her, mein Junge. So, Ringfall zur zweiten Runde. Manager Wilfried Sauerland weiß um dieses Juwel und Sie haben es am Pausengespräch gehört. Aufgeregt hört sich das Ganze ganz, ganz anders an bei den Zweien, die ja seit Februar 2003 zusammenarbeiten. Damals kam Arthur Abraham ins Sparring für Sven Ottke. Unseren Doppelweltmeister bereitete sich damals auf Mitchell vor und es war schnell zu sehen, was für Potenzial dieser Boxer Arthur Abraham hat. In Sachen Tempo eine ganz andere Preisklasse, trifft hier wie er will, mit links und mit rechts, und Parada kriegt die Fäuste viel zu langsam nach oben. Parada aus dem Land der großen Weltmeister Monzon und Perez. Natürlich ein mutiger Boxer, aber in dieser zweiten Runde werden die Grenzen ihm hier noch viel deutlicher aufgezeigt. Wieder Haken, Aufwärtshaken zum Körper geschlagen, in die Magengegend. Und einer dieser kurzen, trockenen Aufwärtshaken dürfte wahrscheinlich auch am Ende der entscheidende Schlag sein gegen diesen Mann, der im Norden Argentiniens wohnt. Und Sie sehen es an dem Schmunzeln. Und das ist eigentlich vielleicht sogar die größte Gefahr in dem Kampf, dass Arthur das Ganze zu sehr auf die leichte Schulter nimmt. Das Stichwort schlampiges Genie tauchte schon auf. Jetzt, wenn Parada sich verausgabt hat, wird ziemlich sicher Arthur Abraham einen Gegenangriff starten, der diese Aktion von Parada deutlich bestrafen wird. Schwere, harte Hände von Arthur Abraham. Was ich sagte, tritt ein. Und jetzt ist er schon fast kampfunfähig. Und gleich wird wahrscheinlich Klaus Griesel diesen ungleichen Kampf beenden müssen. Voll die Vorstellung von Arthur Abraham, überfordert der Mann aus Argentinien. Er kommt sicherlich noch einmal zurück. Die Argentinier, das wissen wir, verkaufen sich immer teuer bei den Veranstaltungen. Aber dieser Arthur Abraham, der zuletzt ja vier wirklich schwere Gegner hatte, mit der Krönung gegen den Ex-Europameister, gegen Eastman, er macht hier sozusagen etwas fürs Publikum und boxt den Teil, den er selbst am meisten liebt, für die große Show. Er will spektakulär boxen und Parada ist das dankbare Opfer. Hast du gut gemacht, danach erholt, war richtig. Aber die Führung, da muss dennoch mehr kommen, dass er Erholung kriegst, ja? Verstehst du mich? Du, und pass auf, hau die nicht an die Haken nicht. Hau lieber Aufwärtshaken und gerade, hast du verstanden? Nicht so die Haken hauen. Haust du viel in die Luft denn. Und ist gut gewesen. War richtig. Hier in der Ecke fehlte so ein bisschen das ganz große Timing, aber ich glaube, er hat auch ein bisschen den Druck rausgenommen, hat geguckt. Muss da, wenn er bei die ganz großen Jungs boxen will, noch exakter sein.
Aber ich glaube, die Überlegenheit spürt natürlich auch dieser Mann, der eine Hochdruckkarriere abgeliefert hat, in 2 Jahren sozusagen durch die Ringe gestürmt ist, 17 Kämpfe gemacht hat und von den dort anstehenden 132 Runden gerade mal die Hälfte nur boxen musste, weil die Knockout-Quote so eindrucksvoll ist mit 15 vorzeitigen Siegen bei gerade mal 17 Kämpfen. Parada ist vorsichtiger geworden, versucht nur noch zaghaft den Jab überhaupt ins Spiel zu bringen. Nach diesen harten Händen von Arthur Abraham in Runde 2. Von weit außen, wie in der Boxbude gehauen, dieser Schwinger von Parada. Da hatte er Glück, dass Abraham den nicht gleich abgekontert hat. Dieses von mir angesprochene typische Abtauchen, das wird jetzt, sollte es wirklich noch eine weitere Runde geben, was ich bezweifle, wenn ich diese Aufwärtshaken hier sehe von Arthur Abraham. Das wird zunehmen. Und er ist relativ geschickt, dann immer noch eine Hand sozusagen dazwischen zu schieben. Wütender Ausbruch jetzt noch einmal von El Toro. Schön zum Körper von Abraham. Ganz wichtiger Punkt für ihn, ja, die Kampfeinteilung, das sagt er selbst, das ist vielleicht sogar mein größtes Manko, in den Runden die Gestaltung noch so hinzubekommen, dass ich nicht zu früh auspower oder eben, was in einigen Kämpfen so war, als er zum ersten Mal über die 12 Runden ging, gegen Ian Gardner, viel zu lange warte und dann hinten raus gegen Kampfende unter Druck stehe, hier erfolgreich zu boxen. Es fehlt einigen Schlägen noch die Genauigkeit. Aber auch Respekt, wie Parada diese harten Körpertreffer hier wegsteckt. Explosive, harte Hände von Arthur Abraham. Der einzige deutsche Weltmeister, Markus Beyer. Er ja im Supermittel zu Hause. Das wäre im Übrigen auch eine Option für Arthur Abraham, der so um die 76 Kilo wiegt. Das ist die Gewichtsklasse von Markus Beyer. Ausarbeiten, ganz lockere Hände. Und dann ziehst du den rechten Oberzang in die Mitte hoch. Hast du gehört? Gut. Ob du hörst das? Ja. Was hat der Team gesagt? No punch, DDR. No punch. Hat er gesagt, das denn? Das kann ich nicht wahrhaben. Er trinkt sich auch. Jetzt können wir eigentlich Schluss machen, ne? Komm, atmen. Ja. So, aber jetzt immer wieder locker boxen. Zwischendurch. Rückfall zur vierten Runde. Immer wieder locker Hände. Und dann siehst du an. Hörst du? Ja. Gut. Second out. Die vierte Runde für diese beiden ungleichen Kontrahenten. Abraham ja in der Führhand und in der Schlaghand mit beiden Händen mit richtig Strom, trifft jetzt immer wieder und immer hart. Natürlich in diesen Aktionen, wenn er es erzwingen will, manchmal auch noch zu ungenau die Gefahr. Mit dem Kopf von Parada unangenehm zusammenzustoßen, deswegen muss er hier aufpassen. Und Sie sehen es an diesen harten, entschlossenen Händen, er will jetzt dieses Gefecht beenden. Parada steht noch.
Dennis an ihm ausschütteln. Du verkrampfst natürlich auch als Boxer selbst, wenn du so hart immer hineinhaust. Deswegen noch einmal gelockert, um dann wieder einen Sprint zu starten. Und wenn Sie das Pausengespräch verfolgt haben, haben Sie schon gehört, der Versuch mit einem Aufwärtshaken hier vorzeitig zu einem Erfolg zu kommen. Wieder kurze, trockene, klare Hände von Arthur Abraham, der sich wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen wundert, dass sein Gegner scheinbar kaum Wirkung zeigt. Das ist eine schwierige Phase für ihn, weil er sich sicher war. Unglaublich, was dieser Argentinier wegsteckt. 30 Sekunden. Ein bisschen Lehrgeld für Arthur Abraham auch, weil er aus dieser Sicherheit heraus jetzt natürlich auch den eindrucksvollen Erfolg haben will. Aber er muss warten. Parada ist selbst nicht in der Lage, wirklich ernsthafte Gefahr zu erzeugen gegen Arthur Abraham. Aber Sven Ottke, was wir heute beim Kassettenstudium, beim Kampf Velasquez-Parada schon gesehen haben. Er kann richtig viel wegstecken und er macht die Sache für Abraham genau in dem Punkt schwer, den wir befürchtet haben. Er setzt ihn jetzt unter Druck, weil es schnell gehen soll. Ich denke, er hat selber von vornherein sich auch das Tempo einteilen können. Er wird heute keine konditionellen Probleme haben. Aber ich glaube, er dachte, er kann schalten und walten, wie er will, wie er auch kann. Aber er dachte, jetzt zieht er mal kurz an, dann ist der Kampf vorbei. Und der Prada hat wirklich einen sehr harten Schädel, kann viel wegstecken. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, werden wir doch die volle Rundenzahl sehen. Klare Treffer, ob als Uppercut geschlagen, dieser Aufwärtshaken hier mit der Führhand oder mit der rechten, mit der Schlaghand lang gerade geschlagen. In Sachen Punkte kann es gar keinen Zweifel geben. Jetzt mal locker geschlagen, diese Rechts-Links-Kombination und beide Hände waren wiederum im Ziel. Parada kriegt zusehends noch mehr Probleme, steht aber weiter und schlägt jetzt selber eine gute Linke zurück. Gute Aktion von Parada, aber dann der rechte Kopfhaken, schwer und hart von Arthur Abra. Noch einmal Tempoverschärfung von Abraham mit harten Händen zum Körper und dann zum Kopf abgeschlossen. Warum macht er das, der Arthur? Er ist sich seiner Sache so sicher, auch wenn Parada keinen besonderen K.O.-Rekord hat mit gerade mal 4 Knockouts, ist diese Phase nicht nötig. Wir haben das in Runde 2 schon gesehen, jetzt kommt gleich wieder der Spurt von ihm. Klare, deutliche Aktion wieder. Jetzt hatte Parada Glück, dass er da noch ein Stückchen in der Rückwärtsbewegung war bei diesem Aufwärtshaken. Stopp.
So leicht wird ihm das Parada nicht machen. Klaus Griesel wird den Kampf noch einmal freigeben. Aber diese Serie von schweren Körpertreffern haben, glaube ich, jetzt bei Parada auch so ein bisschen den unbändigen Kampfwillen weichen lassen. Der Kampf ist in der entscheidenden Phase. Gut erkannt vom Mann aus Nordhausen, vom dritten Mann im Ring. Genauso wie Arthur Abraham zwischendurch immer wieder seine Pausen brauchte für seine hart geschlagenen Serien, so scheint jetzt der ganz große Kampfeswille bei Parada gebrochen. Sehr gute, korrekte Ringrichterentscheidung von Klaus Griesel. Er hätte alles gegeben mit seinem großen Herzen dieser Parada in diesem Kampf, in dem er unglaublich viel eingesteckt hat. Wahrscheinlich so viel wie noch nie in seinem Leben. Der Kampf hat gezeigt, auch für Arthur Abraham, dass es in so kurzer Zeit nicht alles nachzuholen und zu erlernen ist. Er wollte es dann erzwingen. Das sah manchmal nicht so ganz elegant aus und es fehlte auch die Genauigkeit und es fehlte auch noch ein bisschen die Power über die gesamte Kampfstrecke. Aber eines gilt unverändert. Mit Blick auf das Potenzial und auf die Zukunft ist das zu Recht eine der größten Hoffnungen, die Uli Wegner in seinem Boxstall hat. Wie immer haben uns die Boxer aus Argentinien nicht enttäuscht. Er hat sich tapfer verteidigt, aber es war klar, dass hier in Oldenburg sich die Wege zweier Boxer kreuzen werden. Der Weg des einen von Arthur Abraham geht in Richtung Weltspitze. Der des Mannes aus Argentinien, der jetzt mittlerweile seine 11. Niederlage bezogen hat. Das war ein Gruß an seine Landsleute. Er schenkt diesen Sieg den Gefallenen in den Kriegen. Das hat er vorher angekündigt, weil dieser Kampf, wie so viele, natürlich live übertragen werden. Er ist ein totaler Held in Armenien. Mittlerweile gibt es ja schon einen armenischen Boxweltmeister, Viktor Chayan, im Limit bis 51 Kilo. Und die Quoten von ihm immer deutlich über der 65-70% Marke, wenn Arthur Abraham antritt und boxt. Denn auch Sie wissen, es ist nur noch ein Kampf, vielleicht zwei, bis zum ganz Großen. Bis zur Welttitelchance und die hat er verdient. Arthur Abraham. Unglaublich viele harte Hände im Ziel unter den Augen von Wilfried Sauerland, der versprochen hat. Und die Verträge sind ja sozusagen schon in Vorbereitung. Es ist ein spannendes Limit, diese Gewichtsklasse, das Mittelgewicht bis 72,5 Kilo. Denn nicht nur mit Felix Sturm, auch mit dem Europameister Sebastian Silvester und mit der unklaren Konstellation an der Spitze. Es gibt ja die Ablösung des Superstars, des Quattro-Weltmeisters Hopkins durch German Taylor. Massou ist auf der Warteliste. Da ist im Moment ganz viel Bewegung drin. Und einer, der ganz vorn mitspielen kann, das ist in jedem Fall Arthur Abraham. Weiter. Das Urteil. Come on. Arthur. So, meine Damen und Herren, eindeutige Sache. Nach 2 Minuten und 52 Sekunden in der 5. Runde. Technischer K.O. heißt das in der Boxsprache, zu Deutsch Abbruchsieg für den Gewinner dieses Mittelgewichtskampfes, für Arthur Abraham. Applaus.